Hi, es gibt endlich meinen Lesemonat aus dem Januar und Februar. Ich weiß, der März ist schon fast vorbei. Verzeiht mir. Das hier ist meine niedliche Schildkröte Sven. Sven? Ja, oder? Sven Gewalt. Weiß jemand, woher diese merkwürdige Namensgebung kommt? Dann schreibt es in die Kommentare. Geil, wie ich so meinen Arm halte und Sven streichle. Also wie gesagt, Lesemonat für Januar und Februar. Ich bin gerade mit dem Kopf total... Es ist tatsächlich so, dass ich momentan einfach keine Zeit finde, Videos zu drehen und Videos zu schneiden. Und deswegen kommt dieses Video auch so spät. Und damit einhergehend ist die Tatsache, dass ich momentan einfach nicht zum Lesen komme. Falls ihr wissen wollt, was ich immer so lese, mein Goodreads-Account ist immer unten in der Infobox verlinkt. Und da werdet ihr sehen, dass ich momentan einfach nicht so viel lese. Aber ich fange jetzt einfach mal an, um nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Das erste Buch, das ich 2016 gelesen habe, war der zweite Teil der Delirium-Reihe von Lauren Oliver, und zwar Pandemonium. Und ich finde dieses Cover so schön, aber was mich ein bisschen nervt, ist, dass der Mund auf dem Buchrücken ist. Aber sonst ist es richtig schön. Vor allem, wenn man es auspackt, ist es einfach silber, so pretty. Da das ein zweiter Teil ist, will ich jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, beziehungsweise ich will gar nichts spoilern. Ich möchte euch einfach nur sagen, was mir daran gefallen hat. Und zwar kann ich euch erstmal sagen, was mir daran nicht gefallen hat und wie viele Sterne ich dem Buch gegeben habe. Meine Gott, Sina, krieg deinen Kram zusammen. Also ich habe dem Buch tatsächlich 4,5 von 5 Sternen gegeben, also noch mehr als dem ersten Teil, weil es mich einfach irgendwie noch mehr mitgerissen hat. Ich war so richtig in die Seiten reingesogen und das hatte mehrere Gründe. Zum einen ist das Setting und die Charaktere ganz anders als im ersten Teil. Es ist irgendwie abenteuerlicher. Also so das Szenario und der Konflikt ist jetzt schon angestoßen und jetzt geht's halt richtig los. Und die Protagonistin Lena entwickelt sich irgendwie total zu so einem Badass-Charakter und das gefällt mir total gut. Lena hat mir in dem zweiten Teil viel, viel, viel besser gefallen. Allerdings muss ich auch sagen, warum ich den halben Punkt abgezogen habe. Und zwar haben mich diese Zeitebenen am Anfang so genervt. Es ist dann relativ schnell vergangen, weil mich dann auch das, was früher passiert ist, interessiert hat. Aber am Anfang dachte ich so, why? Oh Gott. Doppelkind-Modus. Naja, also im ersten Teil war es nicht so. Im ersten Teil wurde ganz normal die Geschichte erzählt. Aber jetzt im zweiten war es dann halt immer jetzt und damals. Immer die Kapitel abwechselnd. Das hat mich an einem bestimmten Punkt so genervt. Ich wollte einfach wissen, was jetzt passiert und nicht, was damals passiert ist. Das hätte man meiner Meinung nach auch irgendwie anders abhandeln können. Aber später war es dann in Ordnung. Trotzdem nicht optimal, finde ich. Trotzdem hat das Ende beim zweiten Teil wieder total, das war ein riesengroßer Knall, ungefähr so wie beim ersten, hat mich aber irgendwie noch mehr vom Hocker gerissen, weil die Geschichte vorher in so eine ganz andere Richtung ging und dann plötzlich boom. Und ich hatte null damit gerechnet, deswegen hat das Buch von mir 4,5 Sterne bekommen. Es ist ganz einfach so, dass ich die Bücher mittlerweile danach bewerte, nicht was sie für einen literarischen Anspruch haben oder irgend sowas, sondern wie sehr hat mich... Also was war das für ein Leseerlebnis so? Und wollte ich das Buch lesen? Weil manchmal denkt man so, okay, es ist ein ganz gutes Buch, aber man greift nie dazu. Kennt ihr das? Aber da war es bei Pandemonium bei mir überhaupt nicht so. Ich hatte total Bock, das zu lesen. Und deswegen 4,5 von 5 Sternen völlig verdient, finde ich. Sorry für die wechselnden Lichtverhältnisse. Jetzt ist hier wieder total dunkel. Ich drehe einfach nur noch so von der Seite. Mein zweites Buch, das ich, glaube ich, Ende Januar, Anfang Februar gelesen habe, war der zweite Teil der Percy Jackson-Reihe. Nämlich Percy Jackson im Band des Zyklopen. Bei diesem Buch muss ich leider sagen, dass ich es ein bisschen schwächer fand als den ersten Teil. Der erste hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe dem 4 oder 4,5 von 5 Sternen gegeben. Fand ich auch echt cool, aber im zweiten haben mir so ein bisschen meine geliebten Charaktere gefehlt. Also mir hat Grover ziemlich gefehlt. Charaktere, also eigentlich nur Grover. Das ist kein großer Spoiler. Es ist halt einfach, dass manche Charaktere manchmal mehr vorkommen und manchmal weniger. Und diesmal fand ich die Konstellation irgendwie nicht so cool. Und das Abenteuer war diesmal so ein bisschen... Ich weiß nicht. Es war leider so ein bisschen vorhersehbar. Ich fand es immer noch ein gutes Buch, deswegen ja auch 3,5 von 5 Sternen. Was ich daran vor allen Dingen sehr gut finde, und das ist auch das, was bei den Büchern für mich auch so ein bisschen rausreißt, dass man ziemlich viel über griechische Sagen erfährt. Und mich persönlich interessiert das total. Also falls euch das überhaupt nicht interessiert, weiß ich nicht. Weil ich bin jetzt vom Alter her auch nicht mehr unbedingt in der Zielgruppe. An sich eine super coole Heldengeschichte irgendwie. Oh, jetzt kommen wir einfach nach Hause. So, okay, ich habe total den Faden verloren. Moment. Aha, noch eine Sache, die dafür verantwortlich ist, dass das Buch so ein paar Punkte bei mir verloren hat, ist, dass mir nicht so ganz gefallen hat, was im Camp Half-Blood passiert ist.
diese Heimeligkeit ist so ein bisschen für mich verloren gegangen. Aber trotzdem, insgesamt hat es mir trotzdem gefallen, deswegen 3,5. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man plötzlich nur so negative Sachen erzählt? Dabei war es eigentlich gar nicht so negativ, aber negativer als vorher und ich bin verwirrt. Noch eine Sache, nämlich fand ich das Ende gut. Also das Ende hat es für mich echt wieder rausgerissen und das hat auch wirklich wieder Lust auf den dritten Teil gemacht, weil da ist am Ende wieder was ziemlich Krasses passiert und das war wiederum überhaupt nicht vorhersehbar. Und deswegen würde ich diese Reihe auf jeden Fall schon empfehlen. Ich hoffe, dass es im dritten wieder etwas bergauf geht, wieder ein bisschen mehr Richtung des ersten Teils oder besser, ich weiß es ja nicht, weil meine Erwartungen sind jetzt auf jeden Fall hoch nach diesem Ende. Und ich bin gespannt, ob die neuen Charaktere, die jetzt eingeführt werden, auch dann ein bisschen weiter in die Geschichte eingebracht werden, wisst ihr? Ja. Und das Highlight. Ich habe den zweiten Teil von der Throne of Glass Serie von Sarah J. Maas gelesen. Und zwar Kriegerin im Schatten. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Heir of Fire, glaube ich. Nee, Heir of Fire ist der dritte. Es gibt noch Queen of Shadows, aber das ist nicht der zweite. Heir of Fire? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ist ja auch egal, auf jeden Fall auf Deutsch Kriegerin im Schatten. Und dieses Buch, Leute, dieses Buch hat mir komplett die Schuhe ausgezogen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe, obwohl ich keine Zeit hatte, das hier mega verschlungen. Ich hatte so Lust darauf. Es hat 50 Seiten gedauert und dann war ich wieder total in der Geschichte drin. Erstmal vorneweg, ich werde natürlich jetzt wieder nichts spoilern. Viele Leute haben gesagt, und ich habe es auch in den Rezensionen aus irgendwelchen Gründen gelesen, dass ihnen der zweite Teil schlechter gefallen hat als der erste. Ich kann es nicht verstehen. Die Geschichte hatte einfach so viele krasse Wendungen. Man hat die ganzen Charaktere so viel besser kennengelernt. Klar ist hier viel Scheiße passiert in diesem Buch, aber wenn diese Scheiße nicht passieren würde, dann würde die Geschichte total ihre Spannung verlieren, Leute. Würdigt doch die Geschichte für das, was es ist. Es ist mega gut. Am liebsten würde ich sofort den dritten lesen. Selena ist... es gibt keine Worte dafür. Sie ist einfach mega gut. Und wie spricht man ihn aus? Carl? Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall auch der Hammer. Und ja, ich hoffe, dass sich die Geschichte im dritten vielleicht wieder in eine andere Richtung bewegt. Und wirklich, alle 50 Seiten kommt da so ein Knall und es ist plötzlich so spannend und man liest dann plötzlich hunderte von Seiten an einem Stück. Auf Goodreads habe ich so gefühlt, alle 100 Seiten habe ich dann geschrieben, oh mein Gott, nein, das kann nicht sein. Oh, das hat mir so richtig das Herz zerrissen. Es war so spannend und da war... Ich weiß nicht, das, was mit den Charakteren passiert ist, war einfach wirklich unerwartet. Ich hätte es nicht erwartet. Ich habe die Charaktere am Anfang teilweise total anders eingeschätzt. Dann hat man am Ende noch ein bisschen mehr über den König erfahren, ganz am Schluss, was ich auch mega interessant fand. Und dann die letzten 50 Seiten mal wieder. Sorry, aber sie hat es wieder getan. Sie hat es einfach wieder getan. Im ersten Teil von Throne of Glass schon dieser Knall am Ende. Dann habe ich ja auch A Call of Thorns and Roses gelesen, was so ein mega krasses Ende hatte. Da kommt übrigens der zweite Teil im Mai. Und jetzt, dieser Teil hatte so einen harten Cliffhanger am Ende. Oh mein Gott. Okay. 5 von 5 Sternen, ganz eindeutig. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das war so ein geiles Buch. Diese Reihe darf niemals zu Ende gehen. Übrigens wurde der Name für den vierten oder fünften Teil, für den nächsten Teil auf jeden Fall, wurde veröffentlicht und ich war so mega gehypt. Ihr könnt ihr mal auf Twitter oder so nachgucken bei Sarah J. Maas auf dem Kanal. Da, ich hoffe, ihr hört nicht, wie mein Freund Gitarre spielt. Und wenn doch, wir bringen das Video jetzt einfach schnell zu Ende. Denn ich habe nur diese 3 Bücher gelesen. Wow, hier neben fällt schon um. Ich habe nur 3 Bücher gelesen und jetzt im März sieht es auch nicht so rosig aus. Ich lese gerade das Buch von Marie Meinberg. Ich kann ihren Kanal, wenn ich dran denke, mal in der Infobox verlinken. Ja, wie gesagt, folgt mir auf Goodreads, wenn ihr darauf Bock habt oder auf Twitter, denn da folge ich zum Beispiel auch ganz vielen Autoren und stalke so ein bisschen rum und tweete einfach lustige Sachen und retweete alles, was mich interessiert und ich liebe Twitter momentan. Ja, ich wünsche euch einfach noch eine schöne Woche. Mehr kann ich immer nicht sagen. Auf der Endcard findet ihr noch mein letztes Video übrigens. Ja, das letzte Video war, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wir lassen uns überraschen und zwar jetzt. Ciao.